Hi, willkommen bei DGV, ich bin's euer Doomsday. Willkommen zurück bei Demon's Souls. Ursprünglich war heute geplant, dass ich Phoenix Rising spiele, aber das muss ich leider erstmal auf etwas weiter hinten verschieben. Ich weiß nicht, morgen oder übermorgen vielleicht, ich weiß es noch nicht ganz genau. Und da ich gefragt wurde, ob ich nochmal Demon's Souls streame, dachte ich mir, mache ich jetzt einfach mal einen kleinen Chill-Stream zu Demon's Souls. Genau da, wo ich bei meinem Einblick-Video gestorben bin. Wo ich ja von diesem Tentakelvieh umgebracht wurde und der mir 3000 Seelen geklaut hat. Das war nicht nett. Ich hatte bis jetzt auch noch keine Zeit, da weiterzumachen, weil ich mit Assassin's Creed noch beschäftigt war. Und da ist es doch gut, dass ich meinen Spielstand von da noch habe. Also mache ich da jetzt einfach weiter. Würde ich mal meinen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Da. Einen Moment, gleich geht's los. Zack. So, wir sind ja letztens hier in dem Tower of Latria stehen geblieben. Und ich bin am überlegen, ob ich vielleicht nochmal woanders hingehe, weil es kann sein, dass ich hier noch etwas zu schwach bin. Deswegen glaube ich, hole ich mir meine Seelen jetzt zurück und werde dann in die Minen gehen, wahrscheinlich. Aber erstmal will ich meine Seelen zurückhaben. Das heißt, ich muss mich hier nochmal durchkämpfen bis da hinten hin und die Seelen holen. So. Na? Ey, mach keinen Stress hier. Weil dass ich für diese Billo-Gegner hier zwei Schläge brauche, gefällt mir eigentlich noch gar nicht. Ich werde was fallen lassen. So. Zack. So, ja. Mal kurz hier Stream anmachen, damit ich auch sehe, was hier abgeht. Falls der jemand mit mir kommunizieren möchte. Genau. So. Jetzt kann es richtig losgehen. Wie lange ich streamen werde, weiß ich noch nicht. Mal schauen. So, mal gucken. Hier haben wir den ersten Tentakeltypen. Au. Ich habe eine Fat Roll. Wieso habe ich eine Fat Roll? Das finde ich nicht nett. Warte mal, Tentakelmann. Tatsache. Oh, ich würde mal gucken, ob die Keule vielleicht besser ist bei dem. Die Silberkrone, das war... erhöht maximal MP, ja okay. 40,9. Ja okay, so ist schöner. So. Hab ich kein Billokraut mehr? Tatsache, ne? Das ist natürlich jetzt nicht so geil. Na gut. Ich werde trotzdem mal heilen. Ich werde dir jetzt nochmal vorknöpfen. Die Kamera bisschen höher. So. So, komm mal her, mein Freund. Ja, mit dem mache ich ja noch weniger Schaden. Ich bin echt der Meinung, ich sollte hier noch nicht sein. Doch nochmal das Bastardschwert, ha? Ja. Könnt ihr aber mal zweihändig nehmen. Ich würde eigentlich nur meine Seen holen und dann wieder zurückgehen. Ja, glaube ich, sinnvollste. Muss auch selber gucken, wo der Weg war. Nee, wieder schwer. Nein. Warum ist so? Das Bosserschwert ist ja echt schwer, ey. Gut. Da drüben, da müssen wir hier lang, oder? Könnte ich da hinten lang? Habe ich, glaube ich, auch schon aufgemacht, gell? Müssen wir nochmal kurz gucken. Ich kann dir leider noch nicht helfen.
Genau, ich habe hier schon aufgemacht. Muss ich gucken? Muss ich nach unten, glaube ich, dann, ne? So. Genau, hier lang. Ich habe einen Kuki. Ah, da mache ich mit einem Schlag, mit R2. Da brauche ich einen Bogen, den habe ich leider noch nicht. Und mit der Armbrust, da werde ich hier nicht treffen. So. Genau, da hinten noch durch. Sind alle weg hier. Diesmal darf ich mich echt nicht von dem Tentakelmann erwischen lassen. Genau, hier lang. Hier war, glaube ich, einer. Ja. Finde ich nicht so geil. Der hier, ja. Ernsthaft. Mein Tod hat schon so angefangen gehabt das letzte Mal. Oh. Hier ist nichts. So gefallen sie mir am liebsten. Oh, was, der lebt noch? Hätte ich gedacht, dass er es überlebt. So, muss ich kurz überlegen. Da war noch Tentakelmann. Den werde ich mir auch mal noch holen. Ah ja, hier sind welche drin, die auch durchhauen. Geh weg. Glaube ich noch zwei drin. Noch jemand? Sagen, lebt er noch? Da komme ich später wieder. Ich weiß nicht, ob ich jetzt rechte oder linke Seite machen musste wegen der Treppe nach unten. Ich glaube aber rechte Seite, oder? Oder hier? Dann kann ich dich öffnen? Oh ja. Ah, das ist keine bequeme Art zu sterben. Ring der magischen Schärfe. Was ist das? Erhöht Magiekraft, mindert Magieverteidigung. Ja, okay. Das ist jetzt nicht das. Da ich weiß, was da drinne ist, kann ich das gleich mal ausrüsten. So, Arsch. Kann ich auch was fallen lassen. So. Oh, immerhin schon 1410. So, wo war der jetzt? Genau, ich musste hier runter. Hier? Nee. Aber ich kann trotzdem mal kurz lang gucken. Hier war ich auf jeden Fall schon. Hier ist nichts.
Ach ja, stimmt. Ihn könnt ihr eigentlich auch noch befreien. Er verkauft Zauber, soweit ich weiß. Bin zwar kein Magier, aber kann man ja trotzdem mal mit dem Nexus holen, den Jungen. So. Genau, hier hängen Schlüssel, das weiß ich noch. Die habe ich, glaube ich, auch schon genommen, ja. Hier ist aber noch alles gesperrt. Da sind meine Seelen. Oh, fast 3000 Seelen. So, jetzt würde ich normalerweise zurückgehen wollen. Weil ich der Meinung bin, dass ich hier noch nicht. Ich meine, ich könnte es schaffen, theoretisch. Aber ich bin der Meinung, dass die Minen wohl eher erstmal angebracht sind. Auch wenn es da einen Boss gibt, den ich nicht so mag. Jetzt bin ich hier unten. Nee, wisst ihr was, ich werde zurückgehen. Können auch gleich nochmal leveln. Da habe ich eigentlich irgendwas, um mich zurück zu teleportieren, ohne Sehen zu verlieren. Nur der Ring hier, aber da Sehen aufgeben, um zu Nexus zurückzukehren. Da habe ich keine Lust. Das heißt, wir laufen den ganzen Weg zurück. Da aber nichts mehr lebt, ist es ja nicht schlimm. Jetzt muss man einen Weg finden. Könnt natürlich auch die Burg weitermachen. Könnte ich auch machen. Ich bin noch mal überlegen. Oh, das war knapp. Auch hier. Nee, dich hatte ich ja schon. Du hättest nichts Ordentliches. Hier war's lang. Ich wäre eben beinahe runtergefallen. Wäre nicht so cool gewesen. Hier lang. Und die Treppen müsste ich dann wieder runter. Genau, hier bin ich richtig. Hast du mich jetzt erschrocken? War der nicht hier irgendwo? Bisschen verwirrend, dieser Turm. Hier ist er. Gut, auf zurück zum Nexus. Können wir noch mal leveln? Oder können wir das Schwert verbessern? Ich kann euch Waffen schmieden. Ja, reparieren können wir auch mal machen. Nee, da fehlt mir Hartsteinscherbe. Aber ich möchte eigentlich auch nicht unbedingt bei dem Bastardschwert bleiben. Bleib bloß am Leben. Ich wäre eigentlich gerne für einen Speer. Weil Speer ist bei Demon's Souls echt Gold wert. Hallo. Ups. Ich passe gut auf eure Sachen auf. Hatte ich schon eine Speer gefunden? Nee. Ey, Leute. Was soll das? So. Die Assassinenmaske. Diese war eigentlich besser, gell? Warum habe ich die nicht auf?
Ja, wo sind wir stehen geblieben? Da ich leider zu schwer bin, das ist erstmal alles hier. Und hier. Die ausgerüstet. Bei die hier. Mach du mal einen solchen Schutz. Ah, okay. Das nehmen wir mit. Oder? Die Seelen lassen wir mal hier. Das brauche ich auch nicht. Das bleibt auch hier. Ja. Magie kann auch erstmal hier bleiben, brauche ich auch nicht. Gut. Ihr habt ein Herz aus Gold. Lasst es euch nicht wegnehmen. So, wo sind wir stehen geblieben? Wir möchten jetzt entweder zur Burg oder die Tunnel. Ich will eigentlich für die Tunnel. Komm, lass uns die Tunnel machen. Das war hier, glaube ich. Alt. Ah, Level. Wo ist sie denn? Maid, wo bist du? In welcher Ecke hat sie sich verkrochen? Hey, bin ich blind? Bist du hier drüben? Wo ist die Maid? Dann ist die bestimmt irgendwo oben. Ist weg. Warum sollte ich rollen? Die Maid ist nicht da. Ist ja frech. Bin ich blind? Ich geh mal zu den Tunneln und gehen wir nochmal zurück. Schmiedeareal. Das geht nochmal nächstes Mal und gucken, ob es jetzt da ist. Da ist er. Wo hast du gesteckt? Ihr strebt nach der Macht der Seele, oder? Dann berührt den Dämon in mir. Wie viele habe ich denn? 1, 2 Level. Seele der Verlorenen aus ihrem Gefühl. Einmal Stärke und einmal Konstruktion. Auf dass die Welt geheilt werde. Oder kann ja mal eine Seele poppen. Seid ihr fertig? Möge können wir noch ein Level holen. Hallo, ich passe gut auf euch. Viereck. Ihr habt ein Herz. Müssen die klein sein? Das reicht schon. Oder? Nein. Wow, 30 Seelen. Ich erwarte eure Rückkehr, Dämonentöter. Aber jetzt. Ihr strebt nach der Macht der Seele, oder? Dann berührt die Seele des Geistes, Schlüssel des Lebens etwas. Mach mal Vitalität. Seele der Verlorenen aus ihrem Gefäß entnommen. Seid ihr fertig? Möge eure Stadt.
Oh, jetzt ab in den Tunnel. Ja, und wie gesagt, morgen wird es dann wahrscheinlich eventuell Immortal Phoenix Rising geben. Allerdings kann ich nicht versprechen, ob es die PS4 oder die PS5 Version ist. Ich weiß es noch nicht, weil ich krieg die dann wahrscheinlich erst von jemandem. Und ja, mal gucken. Oh, da hinten nochmal was Schönes. Wir sehen mal an. Schön hier geblieben, mein Freund. Große Hartsteinscherbe und Hartsteinscherbe. Acht Stück? Oh, viel. Seele eines unbekannten Helden. Oh, schaut's euch an, wie gut das aussieht. Hammerhart. Hier wollte wohl jemand runterspringen. So, hier unten ist ja der Schmied. Das ist aber noch nicht aktiv. Das war hier oben, glaube ich, wird das aktiv. Wir müssen da lang. Dann gehen wir mal hier lang. Halt auf, hier mit Steinchen zu werfen. Kommen wir mal hoch. Zu den Steinschmeißern. Oh. Ah, hier mache ich auch bedeutend mehr Schaden. Hallo! Hat er mir noch einen mitgegeben? Vollmondgras. Seele eines angesehenen Kriegers. Komm mal her. Na komm. Oh, vielleicht bin ich doch hier auch falsch. Gott, mache ich wenig Schaden. Drei Schläge und das mit R2. Oh, er läuft ja in Zeitlupe, der Junge. Gott, brauche ich viele Schläge. Diese beste Option ist Faustwaffe. Okay. Brecher Streitaxt. Ja, extra. Sind nicht so mein Favorite. Ah, ich bin echt unentschlossen. Jetzt, wo ich sehe, wie wenig Schaden ich mache, habe ich entweder eine scheiß Waffe oder die sind einfach noch zu stark für mich. Fahren wir mal ganz runter. Was haben wir hier? FMR Augenstein. Okay. Und mehr gibt's ja hier auch nicht, ey. Ich warte mich mal noch ein Stückchen weiter rein in die Minen, mal gucken, ob es noch besser wird vom Schaden her. Eigentlich hätte ich gerne Speer, aber ich weiß jetzt echt nicht, wo ich einen Speer herkriege.
Lasst uns mit der starken Angriff kämpfen. Selbst im Backstep töte ich den nicht. Aber also den Schmied muss ich auf jeden Fall freischalten. Er kann hier nicht weggehen. Weil meine Waffe muss unbedingt verbessert werden. Aua. Aber was ich mal gucken kann, kommt der angerannt. Versuchen wir mal die Keule bei dem. Vielleicht funktioniert eine stumpfe Waffe besser. Nein, nicht wirklich. Ein Backstep auf jeden Fall, ja. Oh, warte. Hier waren noch, kamen noch Hunde. Das sollte man. Ich mach so wenig Schaden, ey. Ist nicht geil. Das gefällt mir überhaupt nicht hier. Mach ich im Tower of Latria mehr Schaden. Dauert schon nicht viel. Hauptsache die Hunde kommen jetzt nicht noch dazu. Aua. Aber ich kann oft zuschlagen. Mit der Keule. Spinnensteinscherbe. Ja, ist cool. Den Sack, den er in der Hand hat, das gibt mir schöne Materialien. Ich muss jetzt eigentlich wegsteppen. Genau so. Ich hab schöne Scherben. Die Hunde kommen doch noch gar nicht durch, oder was? Scheinbar nicht. Jetzt. Alter. Wartet mal kurz, ich muss kurz heilen. Meine Fresse. Ne, wie gesagt, das Gebiet ist hier nicht optimal für mich im Moment. Hä? Ach, da war noch einer. Gar nicht gesehen.
Ding, Kollegen hier. Kommt aber auch nicht vor, gell? Alter. Komm, schieß. Schieß da gleich noch einmal. Na, als ob. Oh, ey, du Arschkeks. Was ein Arschkeks. Als ob. Weiß gar nicht, lassen die mich in Ruhe oder? Der hier aber nicht. So, die anderen Viere müssten mich eigentlich in Ruhe lassen. Hoffe ich. Komm, die Scheißhunde noch einmal. Weg mit dir. War das nicht Dreier? Ah, einer ist da noch. Du willst auch? Wollen sie fahren hier alle oder was? Ja, das sind halt Lobobs, ne? Nur der Dicke macht da echt Schwierigkeiten. Stopp! Hey! Überlebt der, ey. So, jetzt meine Seelen und den Dicken hier. Okay. Schieß nochmal rein. Ach komm, ich war weg. Oh, er kann sich ja doch bewegen. Oh. Komm mal ein Stückchen vor, Junge. Oh, oder so. Vollmond gerade. Was hat er denn hier bewacht? Scharfsteinklumpen und Hartsteinklumpen. Und eine Rheinsteinscherbe. Das war's. Vielleicht kann ich doch noch den. Denkst du, ich sehe dich nicht oder was? Komm her.
den Schmied freischalten. Nein, das ist ja, oh. Das für ein Move. Die Jungs aber ausziehen, ey. Ich will nur zum Schmied, dann bin ich gerne wieder. Alter, was? Zwei. Muss ich mich hier so durchschwitzen hier, ey. Ach, jetzt wird er nicht gesteckert. Na dann komm hier, in den großen Raum. Komm. Hier bin ich. Hallo? War der nicht? Und tschüss. Immer was fallen lassen, der Junge. Sichelmondgras. Oh. Warum nicht? Das ist ganz schlecht, oder? Wahrscheinlich nicht. Sichelmondgras stellt eine kleine Menge TP wieder her, doch. Stellt einen Teil der TP und stellt einen Großteil her. Okay. Dann bleiben wir mal bei dem. Spitzhacke. Okay. Ich will eigentlich nur zum Schmied. Irgendwo ist der Weg war. Ja, ich würde sogar mal fast behaupten, die bin ich falsch. Hi, Cora. Nee, gut, dann muss ich zurück. Da gehe ich jetzt zur Burg. Das bringt mir ja alles keine Punkte. Weißt du, leider echt nicht mehr, wo der Weg zum Schmied ist. Okay, hier ist gar nichts. Da schreckt mich doch nicht immer so, ihr Geister. Ah ja, da oben ist er. Da oben war ich gerade. Hm. All gut. Dann gehen wir nochmal zurück. Die werfen immer noch ihr Steinchen, oder? Ja, machen sie. Weil normalerweise muss ich da oben rauskommen und da oben müsste der Hebel sein für den Fahrstuhl, wenn ich mich nicht irre. Naja. Hallo. Was denn du Schönes? Seelen. Ich tausche gute Waren gegen Seelen. Er hat sich im Mondgras. Ja, okay. Wettstein, Hartsteinscherbe. Was habe ich jetzt nochmal für die Dings gebraucht, na egal. Ihr wollt spielen? Meint ihr nicht? So. Dann nochmal auf zurück in Nexus. Ich glaube, wenn ihr sehen, kann ich sogar noch Level machen. Wenn ich mich nicht irre. Wo ist die Lady da? Ihr strebt nach der Macht der Seele, oder?
Dann berührt den Dämon in mir. Seele des Geistes. Du brauchst 1800 für ein Level. Seele der... Ich ab. Schön ich nervig. Bin hier für euch. Euch ganz allein. Habe ich 1,9. Hey. Dann berührt... Des Geistes, ich wäre noch einmal für ein für Stärke. Seele ist das schon mal auf 20? Meine Aufgabe. Ich kümmere mich nur um jede Flamme. Ich entzünde die Kerzen und diene den Dämonentötern, die hier gefangen sind. Seid ihr. Möge eure. Gut, dann auf nach Boletaria. Machen wir 2-1. Pfad des Herrschers. Ich hoffe mal, dass ich da ein bisschen Land sehe. Ja, hier war die Phalanx, genau. Und jetzt haben wir den Weg hier freigeschaltet. Dann gehen wir doch mal weiter. Hier gibt es noch Pieper-Typen. Nicht von hinten. Alter. Aber die machen nicht so viel Schaden. Aber sie machen Schaden. Ich muss doch mal wieder. Ein paar Gräser fahren, kann das sein? Upp. Ist nämlich nicht so geil, wenn ich so wenig habe. Ey, auf zu werben. So, gehen wir mal hier lang. Hallo, seht mich an. Erneut von den Schrecken eingekesselt. Würdet ihr mir noch ein letztes Mal helfen? Beseitigt die Soldaten in dieser Passage, ich bitte euch. Der Pfad des Herrschers, gleich dort drüben, ist nun das Jagdgebiet der Drachen. Gebt ja gut Acht. Der gute alte Ostrava. Ja, müssen wir ihn zum zweiten Mal nachschreiten. Aber vorher looten wir das hier nochmal. Wie sind wir da noch? Ich komme nicht vorbei. Als ob der mich treffen würde. So, da ist noch einer. Wurfmesser. Scharfsteinscherbe. Also bis jetzt lässt sich das Gebiet schon ein bisschen angenehmer spielen als die anderen beiden. Weil ich der Meinung bin, dass man eigentlich auch schon Tower of Ladria machen kann. Nachdem man 1-1 gemacht hat, aber okay. Jetzt kommt Fridolin. Komm her, Fridolin. Da ist er. Böser Bub. Aber warte mal. So, ist Brava. Nee, musste. War da hinten, genau. Genau. Im nächsten Turm geht's runter. Mach's nochmal. Flinke Füß. Komm, eins geht. Der Flügelspeer. Ich hab'n. Wow, das war knapp. Genau, das ist die Waffe, die ich die ganze Zeit gesucht habe. Das ist eine Geschicklichkeitswaffe. Ja gut, die 20 Stärke, die ich habe, die hätte ich sowieso gerne für das eine Schild gehabt. Von daher. Aber gehe ich auf Geschicklichkeit? Den will ich auf jeden Fall benutzen.
auf mit deinen komischen Knallbomben. So, das müsste, glaube ich, der Weg zu Ostrava sein. Da haben wir den Jungen doch mal retten. Ich höre hier jemanden. Oh, erschreck mich doch nicht so, Kollege. Nimm dich in Acht, hier ist ein versteckter Feind. Ah ja, ich seh's schon. Na komm. Habt ihr schon gesehen? Nur daneben hauen. Oh gut, blocken ohne Schild. So, mein letztes bisschen Mund raus. Ah, übel Tipps. Vorsicht, Gegner weiter vorne. Oh, Hunde. Komm. Der lebt noch. Noch einer, oder? Ja. Hey. Ich hasse Hunde bei Souls-like spielen, echt. Ich bin bei überhaupt bei. Noch einer. Ich hab bald keine Heilung mehr, finde ich nicht so cool. Ich krieg den Mund raus. Ach, hier ist der Händler. Verdammt, das ist doch die andere Seite, oder? Da seid ihr wieder. Sehr schön. Ich hoffe, ihr findet etwas Passendes. Oh, das ist doch nicht der Weg zu Ostrava. Was heißt denn du? Halbmondgras. 400. Nehme ich mal eins mit. Langschwert. Er hat hier noch einen Kurzspeer. 10 Geschick. Armbrust. Claymore, okay. Besten Dank. Gut, dann war das doch nicht der Weg zu Ostrava. War das der letzte Turm, wo es zu Ostrava ging? Ich weiß es gar nicht mehr. Ist schon eine Weile her, wo ich es mal gesehen habe. Beziehungsweise ich gucke es ja auch gerade wieder nebenbei mit Bruger. Er macht ja gerade seinen 100% Run. Und ja. Sich das alles zu merken, ist gar nicht so einfach. Oder ging es hier zu Ostrava? Gehen wir mal hier lang. Seh dich. Ist einer gestorben? Ey. Ist eigentlich nicht so dunkel. Oh, viele Bogen. Ja, weiter benutzen. Oh, macht ja richtig viel Schaden. Ja, der war gut. Aua.
glaube, wir chillen denn hier. Ring der Blutungsresistenz. Okay. Da ist er. Kyros des bläugen Ritters. Ich hab den Arsch gerettet. Zum zweiten Mal. Nun muss ich weiter. Hier ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Bitte nehmt das an. Dunkelmondgras, das geht mal gleich zurück. Ins Lager. Hey. Ach so. So. Was gibt's hier noch? Achtung. Dann können wir jetzt um den Drachenwärter laufen. Man könnte den Drachen auch jetzt schon besiegen, wenn man Pfeil und sehr viele, wenn man Bogen und sehr viele Pfeile hat, könnte man ihn jetzt aus der Luft erschießen. Aber A, ich habe keine Bogen und B, dauert das mir sehr zu lange. Deswegen werde ich das jetzt wohl nicht erst machen können. Von daher müssen wir uns durchschmuggeln. Aber erstmal gehe ich mal ganz hoch auf den Turm. Wo war jemand? Zwei Bogenschützen. Ja. Schießt ein Duel. Oh, man könnte sich jetzt mit Bogen hier hinstellen, warten bis er vorbeifliegt und könnte ihn abschießen. Aber das kann ich leider nicht machen. Ich habe keinen Bogen und keine Pfeile. Oh, Strava, hast du mir das erschrocken? Ich dachte, wer kommt denn da jetzt hoch? Magst du hier auch mal Feuer machen? Dankeschön. Nochmal bitte. Ja, die Items-Dealing kann ich jetzt leider erstmal nicht aufheben. Weil sonst werde ich gebrutzelt. Die hier vorne liegen wahrscheinlich schon. Überall die Bogenschützen. Also Armbrustschützen. Ganz schnell mein Tod bedeuten hier. Bolzen. Einiges hier an Loot. So, gehen wir nochmal hier hoch. Gehen wir erst runter. Was haben wir hier? Halte Ausschau nach Pfad. Gehen wir erstmal hier lang. Ach, jetzt mal auf der anderen Seite von dem Händler.
Hä? Wait. What? Nun gut. Was soll es sein? Jetzt bin ich verwirrt. Schwere Zeiten, was? Ah, lol. Ich habe die Treppe nicht gesehen. Ich bin in demselben Gang, wo auch Ostrava war. Aber hier ging es auch nochmal hoch. Lol. Hab ich gar nicht gesehen. Ah, dann können wir ganz hoch gehen. Pfeile im Bogen. Aber nicht genug Pfeile für den Drachen. Ich glaube 200 Stück oder so wird man schon brauchen. Na gut, dann gehen wir weiter. Fridolin, machst du die mal bitte weg? Dankeschön. Oh, du musst nochmal vorbeikommen. Oh, kam jetzt nicht Blue Einheit. Oh, noch weiter. Ah, naja. Hey, mach doch keinen Stress. Klar, die ganze Zeit schießen sie nicht. Ey. Ich müsste mich mal heilen. Könnt ihr mich mal kurz in Ruhe lassen? Ey, der Blue-Einheit, die ist kacke. Übrigens, da hinten seht ihr schon den Rauch für den nächsten Boss. Ach, kein Backstep. Warum nicht? Ja, bleib da. Bitte, den kommt gar nicht mehr. Ach, ey. Jetzt kommt der angerannt, ey. Das kann nicht. Das ist eine Scheißstelle, echt. Oh. Diese Scheißbogenschützen. Der Speer, wie viel braucht der? Braucht 12 Geschicklichkeit. Was habe ich? 9. Das heißt 3 Level. Ich versuche mal, ob ich mir das zusammen sparen kann. Ich will den Speer haben. Er ist schneller und ich kann da gleichzeitig blocken. Kann nicht wahr sein, ey. Halt, da lang. Hallo, ich passe gut auf eure. Gib mir mal meine Seelen, bitte. Die Bossseele bleibt drin. Ihr habt ein Herz aus Gold. Lasst es euch nicht wegnehmen. Ja, ja. So. Guck mal, ob wir das zusammenkriegen für 3 Level. Ich glaub's zwar nicht. Wow, hab ich das jetzt ins Lager geschickt. Wow. Hallo, ich passe gut auf eure Seite. Das war wieder brillant. Ihr habt ein Herz aus Gold. Lasst es euch nicht weg. Benutzen. 600. 5000. Komm her damit. Warte mal, das sind jetzt 9000. Vielleicht reicht es jetzt für 3 Level. Ich denke mal schon. Beweglichkeit. Ja, Mann, genau 3 Level. Seele der Verlorenen aus ihrem Gefängnis.
Gefäß entnommen. Gewährt eure... Seid ihr fertig? Ja, ja. Kann ich hier noch upgraden? Hallo? Ich kann euch Waffen schmieden. Nee, nicht reparieren. Flügelspeer. Oh ja, Schornsteinscherbe brauche ich dafür. Nochmal. Wow, eine Scherbe. Verkaufst du die zufällig? Scharfsteinscherbe, nein. Aber der andere, glaube ich, verkauft. Leben. 102 plus 14. Und das Schwert macht 105 plus 16. Ja, aber es ist halt langsamer, ne? Der Speer ist bedeutend schneller. Weil der kann ihn nämlich blocken und trotzdem angreifen. Darauf kann ich ihn zuschlagen mit dem Speer. Ah, ich muss auf jeden Fall Ausdauer mal leveln. So, das heißt, wir gehen jetzt nochmal kurz zurück zu dem einen Händler bei der bei der Mine. Und gucken, ob der Scharfsteinscherben hat. Schauen wir mal. Oh, hallo. Hast du? Ja, er hat. Eine braucht ich, gell? Habe Freude mit euch. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal zurück. Gut, dass die Ladezeiten auf der PS5 so kurz sind, ey, echt. Sonst wäre das hier echt belastend. Ja, immer hin und her reisen. Ist ganz simpel. Zum Tausch mit euren Seelen. Ja. So, Mama. Nein, nicht du. Du. Was? Jetzt habe ich keine Seelen. Oh. Kein Interesse, hä? Ich sehe schon, ihr haltet nicht lange durch. Oh, meine einzige Seele noch. Ah, okay. Hauptsache drei. Flügelspeer plus 3. Da brauche ich dann schon nochmal 6 Scharfsteinscherben und eine große. Habe ich nicht. Oh. Könnte auch Qualitätsflügelspeer machen. Der skaliert dann anders. Der skaliert dann. DD. Wo ist denn da der Unterschied? Er hat sich ja gar nichts, außer dass der unten schwächer ist. Ne, egal. Gut. Bleib bloß am Leben. Mal gucken, wie ich mit Stichwaffen da vorankomme. Hm, ja. Noch einmal Pfad des Herrschers. Und jetzt parieren. In Parieren sehe ich mich bei dem Spiel überhaupt nicht. Und nochmal alles. Yay. Aua. Was immer auf mich pieksen hier. Ja, Löcher. Das war knapp. Wobei, die lassen ja auch Dingssteine fallen. Sollte ich mal mitnehmen, die Typen. Oder diese Wesen. Hm, genau, wenn ich wechsle. Als ob. Du kannst auch auf das Schleim schlagen. Danke. Okay.
So. Oh, da oben liegt ja auch noch was. Halbmondgras. Ja, auf ein neues. Warte mal, ich will mal die Kamera. Tut die mal da in die Kamera. Dann sehe ich wenigstens, wenn unten jemand beschreibt, gleich am Fernseher. Beziehungsweise am Monitor. Fridolin! Weite deines Amtes. Au. Aber ich zu nah. Nicht, dass es mich nicht getötet hat. Ja, um diese Items einzusammeln, müsste der Drache weg sein. Oh, warte mal, schießen die da oben nicht auf mich? Ich glaube, die sollte ich mal wegmachen. Nee, die gucken in die andere Richtung. Gut, die hätten mich gar nicht geärgert auf die Seite. Mal ein paar Sachen fliegen lassen. Naja, schlechteste Gras überhaupt. Jetzt geht das wieder los hier. Hey, nicht wegrennen. Wow. Mal bis auf bis zu dem Bus schafft, Leute, ja. Die könnten mir aber gefährlich werden da oben. Moment. Um die sollte ich mich kümmern. Schießen die mit dem Rücken, das wäre nicht cool. Na dann. Hallo, Fridolin, machen wir. Lauf, 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 lauf. Eine muss unbedingt weg. Ey, musst du immer angerannt kommen, wenn ich heil? Ey, will der mich verarschen? So, jetzt. Arschloch. Weg mit dir.
Das ist eine echt eklige Stelle hier, echt. Halbmondgras. Bolzen. Soldatenlotus. Noch ein Blue Eye. Was habe ich eigentlich für Ring? Ring des Diebs und Ring der Etition. Nee, ist okay. So, komm mal her, mein Freund. Komm. Ich will hier gegen dich kämpfen. Ein bisschen mehr Platz. Als ob. Also im Original waren die auch mal viel schlimmer. Halbmondgras. Bei denen kann man übrigens gut Halbmondgras farmen. Das kann ich euch dann mal zeigen, wenn ich den Boss besiegen sollte. Oh, meine Seelen. Na gut, war nur 755. Ey, was soll denn das? So, der nächste Boss wartet. Oh Mann, ob ich dafür schon bereit bin. Wir werden sehen. Let's go. Der Turmritter. Wow. Okay. Dass es so viel Schaden macht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das hat nicht so funktioniert. Jetzt muss ich mich wieder durch diese Scheißstelle quälen. Oh. Ach, so ist Demon's Souls. Man könnte sich auch über die Bogenschützen oben zuerst kümmern. Was ich wahrscheinlich jetzt auch machen werde. Weil man kann, wenn man die am Leben lässt, kriegt man eine Trophäe. Die ich jetzt eigentlich haben wollte, aber... Ja. Ich meine, die sind zwar jetzt nicht für meinen Tod verantwortlich. Aber das wäre halt... Macht es einfacher. Hier war da auch noch einer. Hä? Die lassen nämlich Hartsteinscherben fallen. Die brauche ich, glaube ich, auch für was. Ja, das ging schnell. Leider. Ich habe aber eigentlich gehofft, dass er mit seinem Schwert zuschlägt und nicht seinen Schildschlag macht. Der Arsch. Ja, okay, lass mal jetzt. Alle guten Dinge sind drei. Aber wenn mich die Stelle mit dem Bogen da schützen da oben ankotzt. Das nehme ich mit. Aber wenn man den Drachen tötet, muss man die ganzen Soldaten, die hier stehen, alle selbst töten. Weil dann übernimmt er das nicht mehr geil. Ich meine, die Stelle geht ja noch, aber hinten mit dem Blue-Eye, das ist nicht so geil. Sicher Mondgras. Das ist halt leider das schwache Gras, das schwächste von allen. Ja, ist ja auch noch.
komm. Also zweihändig kann ich sie mit einer Hand, mit einem Angriff töten, das ist schon mal gut zu wissen. Was ist hier? So, kann man kurz ein bisschen heilen. Hab ja genug von dem Zeug. So, komm her jetzt. Komm noch ein Stückchen vor. Aber dann kriegt man immer schön Halbmond raus. Was echt nett ist. So, zweiter Versuch: Bosskampf Turmritter. Gab's hier eigentlich noch irgendwas? Hier ist noch eine Tür, da brauchen wir aber erst Schlüssel. Den habe ich leider noch nicht. Ich werde jetzt mal zweihändig nehmen. Ich werde mich auch, denke ich mal, um die Bogenschützen erstmal kümmern. Ja, dann nur ein Hand. Hallo. Ja, der kann auch zaubern, der Junge. Oh, hier liegt ja noch was. Zunehmender Mondgras. Nugge geht ab, ey. Man könnte ihn auch von hier oben mit Zauber besiegen. Oh. Aua. Also man könnte auch mit Feuer und Bogen oder mit Zauber auf seinen Kopf schießen und dann wäre er sogar einfacher. Aber das wollen wir nicht. So, meine Seele. Alter! Das macht ja übelst Schaden, Junge. Schau dir nochmal ein. Komm, er wird mich getroffen haben. Kann der eigentlich wieder?
so, der eine Fuß, okay. Auch den da angreifen, den rechten. Eieieiei, einmal angreifen, würde reichen. Genau. Jetzt fällt er um. Auf zum Kopf. Und das schießen wir auch mal von vorne. Da aus der Ecke raus. Kacke. Und das war's. Trophäe, vom Ritter-Trophäe. Und schon einmal. Ja, knapp 9000, ja, 13.000 Seelen. Freund. Gut, beim zweiten Mal, aber nicht beim ersten Mal, aber okay. Und, also eine Dämonenseele. Teilstein des Dämons Turmritter. Im Labyrinth der Gassen im Inneren Boletarias lauern die Fallen der beliebten Minister, Ausgeburten des Wahnsinns des alten Königs Aland. So, jetzt bin ich lebendig, was nicht cool ist. Also ab zurück in Nexus. Leveln. Und sterben. Ihr strebt nach der Dungeon. So, auf jeden Fall brauche ich Kondition. Gefäß entnommen. So. Gewährt eure Stärke, auf dass die Welt geheilt werde. Denn ich will ja auch später mal eine bessere Rüstung tragen und da brauche ich mehr Gewicht. Seid möge euch. Gut, jetzt habe ich noch 406, das ist egal. Wobei, ich kann mal Ausrüstung reparieren. Ich sag doch, der Speer ist echt gut. Ist auch noch ein bisschen zu schwach, aber der fetzt. Und Geronimo! Mein Ziel ist es erstmal alle Weltentendenzen auf Weiß zu kriegen. Deswegen mache ich das, damit ich in den Welten nicht sterbe, weil es dann ins Negative geht. Falls ihr euch fragt, warum ich mich jetzt selbst umgebracht habe. Aber die 400 Seelen, die hole ich mal wieder. Werde ich euch mal zeigen, wie man dieses Gras hier, das Halbmondgras, da gut farmen kann, eigentlich. Was für den Anfang eigentlich schon ziemlich praktisch ist, wenn man einiges an diesem Halbmondgras hat. Man geht einfach, halt, falscher Stein, Vorburg. Wir können hier leider nicht weitermachen, weil wir erst den Drachengott besiegen müssen, um diesen Schleier hier von der Tür zu lösen.
Weil hier hinter würde es schon zum Endgegner gehen. Also in Richtung Endgegner. Es ist zwar noch ein Stück von hier. Ein dichter, farbloser Nebel hält dich zurück. Nur jene, die einen Erzdämon getötet haben, können hier passieren. Das dauert aber noch. So, und hier könnte ich, zeige ich jetzt mal, wie man hier das farmen kann. Ich gebe dir die zwei Blue-Eye-Ritter hier. Durch den Ring des Diebes kann man sich anschleichen. Ich schaffe die jetzt natürlich nicht bei einem Backstep gleich zu töten. Was? Viel fehlt nicht. Und die lassen immer Gras fallen. Immer. Zwei, ja. Pfad des Herrschers. Ja, er hat schon gedreht, die Sau. Ja, heil dich nur. Ey! Ist einer der Waffel oder was? Kommt der nicht her oder was? Oh, der hat schon wieder aufgehoben. Okay. Lass mich doch wenigstens looten. So. Das könnte man jetzt immer und immer wiederholen. Aber das wollen wir nicht. Hier geht's ja auch noch hoch. Wo geht's denn hier hin? Hier geblieben. Oh, gerade so. Große Scharfsteinscherbe. Die Sau wollte gerade abhauen. Kann ich hier was machen? Nee. Ach hier, wo die von oben auf der runter geschossen haben, die Säcke. Seele und Ephemer Augenstein. So, das geht zurück ins Lager. Das auch. So, geht ja nicht. Was ist das ausgerüstet? Ins Lager. Das auch ins Lager. Und die Postseele würde ich auch gerne ins Lager schicken. So. Nicht, dass ich die aus Versehen benutze. Mit den Postseelen kann man übrigens auch bestimmte Waffen schmieden. Und man bekommt halt bestimmte Zauber nur durch die Postseelen. Aber das ist jetzt im Moment nicht so wichtig. Um Bosswaffen schmieden zu können, muss man eh erst den Flame Lurker besiegen. Und da sehe ich mich noch lange nicht bei dem. So. Gut, haben wir das hier auch. Ich habe 9 von dem Halbmondgras. Ich hätte gern noch immer ein paar. Deswegen hole ich mir jetzt nochmal schnell 4 oder 8. Mal gucken. Einfach nochmal Vorborg. Und Gegner sind wieder da. So. Ich weiß gar nicht, wie viel Seelen geben die eigentlich. Ich glaube nicht so viel, gell? Als ob. Ich glaube, das überlebt, ey. Mach wieder auch kalt. Mir doch egal. Ich will noch einen sammeln. Vollmondgras. Oh, die lassen sogar zunehmender Mondgras fallen, okay.
Wie gesagt, das wäre ein guter Spot, um dieses Vollmondgras zu farmen. Was für den Anfang eigentlich erst echt hilfreich ist. Oh, und sie geben 1000 Seelen, kann das sein? Da war ich zu laut. Ach, Junge. Zunehmender Mondkraft. Okay, das soll mal anders fallen. Wie viel heilt denn das Gras? Stellt eine große Menge. Interessant. Gut, das reicht, sollte jetzt erstmal reichen. Ich werde mich jetzt in ein anderes Gebiet begeben und zwar... Das ist eine gute Frage. Wie wär's mit Tower of Latria? Machen wir da jetzt einfach mal weiter, würde ich sagen. 3000 Seelen. Können wir Rüstung reparieren? Ich kann euch Waffen schmieden. Aufwerten geht leider nicht. Wow. Das ist die Kamera. Würde die mich da stören? Nee. Ich brauche Kundschaft. Tun mal die Kamera da rein. Ich kann euch Waffen. Aufwerten. Das brauchte ich nicht. Wow, die Kamera ist wie überall doof. Ich brauchte dafür 5 Schafsteine. Ja, ich könnte noch mal ein Level machen. Das werde ich mal schnell machen. Ich sehe schon. Kann man die Kamera eigentlich, Moment. Ah. Tun's mal in die Mitte oben. Ah, wobei, die Sicht ist auch kacke dann, oder? Ah, mal gucken. Oh, hi. Ich brauch mal Scharfsteinscherben. Wie viel braucht die 6, gell? Das heißt, eine hatte ich. Ah, ich nehme einfach mal 6. Mehr geht nicht. War eine Freude mit euch. Scheiße, weiß ich, brauchte ich jetzt 5 oder brauchte ich 6? Müssen wir mal gucken. Dadurch, dass die Ladezeiten so schön kurz sind auf der PS5, ist das echt nicht so schlimm, immer hin und her zu reisen. Damals hat es ewig gedauert auf der PS3. Ist ganz zum Tau mit euren Seelen. Halt. Ah, genau. Sehen wir aber die Seelen. Kein Interesse, hä? Ich sehe schon, ihr haltet nicht lange durch. Ist ganz zum Tau mit euren Seelen. Aufwerten. So, was brauchen wir als nächstes? Nochmal 6 und 3 große Scharfsteinscherben. Okay. Bleib bloß am Leben. So, das. Oh, guck mal, wir haben da oben Ostrava jetzt. Was hat denn der zu erzählen? Vor der Plage war Boletaria ein großes Königreich. Der König, seine Ritter und Untertanen waren bescheiden und schlicht, doch auch beständig und mitfühlend. Ich habe viel Zeit in den kultivierten Ländern des Südens verbracht. Doch keinem Land gehört mein Herz so wie Boletaria. Doch was ist aus uns geworden? Ich will nicht glauben, dass dies Vaters Wunsch für unser Land war. Okay. Dann, ich würde mich auf jeden Fall jetzt Tower of Latria widmen. Oder? Die Mine. Nee. Machen Tower of Latria.
Das hier, ja. Gucken wir, ob ich diesmal weiterkomme als beim letzten Mal. So. Hallo? Wir müssen die Kamera da unten rechts hin tun. Wir müssen es mal so machen. So. Da. Ach. Da ist mein Freund. Geh weg. Der kann mich, glaube ich, immer noch mit einem Treffer töten, sofort. Auf zurück. Na komm halt her. Aber der Speer macht gut Schaden. Also mit der Waffe bin ich hier schon auf jeden Fall besser gerüstet als vorher. Ich kann mal alle Zellen aufmachen. Wer hat hier was hingeschrieben? Die Person ist tot. Aber warte mal, ich habe ja jetzt einen Bogen. Ich kann jetzt mal die Ketten hier runterschießen. Haha. Ja, zack. Oh, zack. Aber nur 6 schwere Pfeile. Okay. Muss mal gucken, wo wir jetzt die Dinger finden. Halt. So, dann machen wir trotzdem. So. Gut, hier haben wir alles. Eck. Aufpassen, dass das Loch hier am Boden ist. Oh nein! Hau ab! Geh! Ich muss ihn erstmal blockieren. Hallo? Lass mich rollen. Ey. Der dem Geist dachte ich jetzt echt, das wäre noch ein Gegner, ey. Da läuft auch noch einer von denen rum, ey. So, darf ich jetzt hier die Kette abschießen oder kommst du jetzt auch noch hierher? Gut. Was gibt's? Klares Wasser. Wow. Auch kein Mensch. Aber mit dem Speer sind die echt kein Problem mehr. Okay, wir machen mal alles auf. Hey. Alter, warum geht das eigentlich alles automatisch hier in die Leiste? Ist nicht cool. Da nix. Gut, hier ist Endstation. Dann heißt das jetzt.
Aua. Hallo? Du warst mal. Okay. So, dann müssen wir in die Treppe jetzt runter. Wait. War hier noch was? Halt, von hier kam ich ja. Leute. Nee, wait. Warte mal. Ah, diese Powerblattdreher ist echt verwirrend. So, da konnte ich nicht rüber, weil da Loch ist. Von hier kam ich. Gehst du hier irgendwo durch? Hier ging es, glaube ich, irgendwo nach links, oder? Hä? Ach nee. Oh, Gedächtnis von 12 bis Mittag. Ich hab doch schon längst das Gitter offen. Was sagt eigentlich meine Wellentendenz? Oh ja. Im Boletaria ist schon. Geht schon in Richtung Pure White. Aber hier ist das Tor doch schon offen. Kann doch schon hier lang gehen. Meine Fans. Leider alle sterben. Wenn ihr mir sonst noch ziemlich in die Quere kommen könnt. Schlüssel müsste ich eigentlich fast alle haben. Warte mal, hing hier nicht auch noch was in der Decke? Aua! Doof oder was? Nee, hier war nichts gerade. Oh, das Gras ist halt echt nicht mehr viel hier. Nein, du vergiftest mich nicht. Ah! Böser Bub. Wow, jetzt wäre ich beinahe hier runtergeplumpst. Sag mal, da bin ich ja hier eigentlich falsch, oder? Ich sag doch, dieses Gebiet ist so complicated. Gab's da, hab ich noch irgendwo so ein Tor, oder?
solche Dödel, ey. Ich muss doch weiter runter, war das nicht so? Warte mal. Ah ne, hier ging's lang. Hier war noch so ein Harry. Lassen gar nichts fallen. Genau, und da hinten dann nochmal nach unten. Oh, was geht mit euch ab? Seid ihr denn des Wahnsinns? Oh, meine Energie! War das knapp! Ganz gefährlicher Raum. Arschlöcher, ey. Das kriegt ja auch nur einmal hin hier. Was für Arschlöcher, ey. Was geht mal hier? Königslotus. Ah, da drüben ist die Frau, die singt. Mal gucken, was die hat. Nochmal. Guten Tag. Es ging mir schon besser. Vollmond 1300. Mondlichtsteinschere, Rapier, Geschicklichkeit, Ring der Gier. Ja, natürlich auch nicht schlecht, aber den findet man auch, glaube ich, irgendwo. Ach, schon in Ordnung. Ja, sehe ich auch so. Ja, hier ging es glaube ich jetzt weiter, genau. Aber wir müssen ja nach unten. So. Hier war... Ah, hier ist auch noch eine. Nochmal Königslotus. Wow. Aber hier bin ich anscheinend auch schon durch, weil hier fast... Ah, ihn hab ich Schlüssel noch nicht. Ihn muss ich auf jeden Fall mal befreien. Okay, muss ich mir merken, wo der ist. Oh, der hat hier ein Ultra-Großschwert. So, jetzt weiter runter. Genau, hier habe ich noch die Schlüssel nicht. Ja, und jetzt sind wir wieder da, wo ich bei meinem Einblickvideo am Ende gestorben bin. Zum ersten Mal. Und den werde ich mir jetzt auch nochmal holen, den Sack. Hat er mich gewonnen hätte, der Arsch. Ganz da hinten läuft er. Ey. Schreck mich doch nicht so. Kommst du? Ja. Die Rache ist nein. Hallo. So, jetzt können wir uns mal hier umgucken. Was, hier brauche ich noch einen Schlüssel? Okay. Schauen wir mal, ob wir die Schlüssel hier irgendwo finden. Alles versperrt. Ach hier. Er ist übrigens der, der die ganze Zeit hier ruft. Bitte hilft mir. Aha. Ihr seid noch bei Verstand, oder nicht?
Ich heiße Riedel. Bitte, befreit mich aus diesem Kerker. Mir bleibt nur noch wenig Zeit. Ich muss einen Gegenstand von meiner Leiche beschaffen. Wie ihr sehen könnt, ist von mir nur mehr meine Seele verblieben. Meine Leiche liegt in einer anderen Zelle. Ich gehe davon aus, sie ist schon völlig verwest. Mein leibliches Fleisch kümmert mich nicht. Doch ich trug etwas bei mir. Ein Andenken an meine selige Frau. Ich werde bald ins Jenseits schwinden. Mein letzter Wunsch ist, dies nahe der Erinnerung an meine Liebste zu tun. Den Schlüssel zu dieser Zelle besaß einst ein Vasall des Königs. Ich weiß auch, wo der Schlüssel ist. Allerdings braucht man, um den Schlüssel zu bekommen, eine weiße Weltentendenz im nächsten Abschnitt von dem Tor, um an den Schlüssel ranzukommen. Und ja, das habe ich eigentlich irgendwann mal vor, sofern ich halt meine Tendenzen nicht versau. So, aber hier gibt es nicht weiter. Hier ist auch kein Schlüssel. Ne, hier ging es nicht weiter. Bitte! Helf mir! Naja, später. Ja, aber hier kann ich jetzt eh nichts weiter machen. Das heißt, wir gehen noch weiter runter. Ach, hier kommt doch jetzt dieser Sklavenklos, nenne ich ihn mal. Ah, da hinten ist er. Gucken wir aber erstmal hier, ob wir noch irgendwas öffnen können. Ja. Unbekannten Krieger. Ich bin verloren. Ja. Hier ist gar nichts. Klares Wasser. Ist das jetzt da wieder reingetan? Nee. Oh, hier gibt's ein. Das ist der Grund, warum ich mir eine Frau als Charakter gemacht habe. Denn hier findet man nämlich den Silberarmreif. Und eine komplette Rüstung. Diesen Silberarmreif können nur Frauen tragen. Das ist auch nur ein Schmuckstück, hat keine guten Werte. Aber gewährt den Trägern mehr Seelen von getöteten Feinden, möglicherweise aufgrund ihrer unvorstellbaren Kosten. Ja, damit kriege ich einfach mehr Seelen. Deswegen wird der ausgerüstet. Ich habe eine neue Rüstung bekommen. Die ist auch eigentlich ganz geil, aber die ist halt leider zu schwer. Was war das jetzt hier? Lamellenhelm. Lamellenrüstung, die hier. Ah, sie ist halt zu schwer. Was halt echt schade ist. Die geht gar noch, die Hose. Hm? Habe ich immer noch eine Fast Roll. Ich muss unbedingt mein Gewicht erhöhen. Ist ein bisschen mehr Schutz. Ich weiß aber gar nicht, wie viel das jetzt ausmacht mit dem Armreif. Müsste man mal gucken an diesen Sklaven. Weil die geben ja immer 3 Seelen. Danke fürs Lesen. Ach, jetzt hier. Das Sklavenklo ist. Wo ist er hin? Hier ist dunkel. Da ist der Sklavenklo. Habe ich noch nicht bemerkt. Guckt euch mal das an, ey. Oh, nicht so nah. Ah. Eieiei. Trotzdem gefährlich, das Vieh. Noch mal zaubern. Ja, genau.
mit dir. Pausen aber 39. Was haben wir hier? Altes Gewürz. Dachte ich mir weg. So. Da lang. Ich glaube, da ist der richtige Weg. Wir gehen erstmal hier lang. Ich glaube, irgendwo konnte man ja nochmal den Boden stürzen. Ja, hier muss man sich mal hinsetzen. So. Was gibt's hier? Unbekannten Krieger. Hier ist auch kein Schlüssel. Ich höre hier eine Glocke. Ich glaube, ich eine Teil. Nee. Ich sag's noch. Ich sag's doch, ich kann mir irgendwo runterfallen und dann ich depp, ey. Oh, jetzt das ganze Ding nochmal durchschlafen. Oh, Leute. Ach Quatsch, hier brauche ich gar nicht lang. Ich werde jetzt auch schnellstmöglichen Weg wieder dahin gehen. Gott, war das dämlich. Darfst du keinem erzählen, ey. Ach, halt! Ich hab grad noch was gesehen. Geh weg. Ich hab hier gerade noch was gesehen. Wow. Okay. Gott, war das peinlich gerade. Warum ist hier gar kein... Egal. Hallo, wir sehen ihn nochmal an. Kommt ihr mir hinterher? Nee, gell? Gut. Gut, dass der gesteckert wird, wenn man ihn angreift, ey. Ohne das Steckern würde ich mich schon längst tot sehen. Wo waren jetzt da lang? Glaube ich. Gehen wir nicht auf den Sack. Genau, hier runter. Was sind wir auch gleich wieder da, wo ich war? Auf meine Seelen. Da war hier der. Ach, der Boss war die Frau. Ist auch ein interessanter Bosskampf. Nee. Und jetzt sind wir auch wieder bei dem Sklavenklos. Her. Auch zu zaubern, komm her. Und jetzt machst du nichts mehr. Thank you.
Und tschüss. 1139 Seelen. Nicht schlecht. Oh ja. Die feiern hier eine Vasenparty oder was? So, wo bin ich gestorben? Da hinten. Oh, da hinten ist ein Lizard. Den darf ich nicht verpassen. So, jetzt mal gucken, ja, wo bin ich runtergefallen? Wo sind meine Seelen? Hier sind meine Seelen. 4610 hatte ich. So, jetzt gucken wir uns nochmal an hier das Loch. Ah ja. So ein Scheiß, ey. Okay. Jetzt holen wir uns den Lizard. Normalerweise würde der nämlich weiterrennen und da hinten ins Loch stürzen. Also würde uns in die Falle hier locken mit dem Loch und da habe ich keine Lust drauf. Okay. So, dann gehen wir mal weiter. Halt. Ist da noch was? Nein. Aber hier. So, das kann ich, glaube ich. Doch, kann ich. Aber ich will erst nochmal hier gucken. Was gibt's hier? Ah, die Balliste. Oder dieses Gerät. Das Ding macht ganz böse Aua. Hier gab es noch irgendwas zum Sammeln, gell? Oder? Auch nicht. Ja, um das Gerät auszuschalten, da brauchen wir erst. Also müssen wir einen anderen Weg finden, um hinter das Ding zu kommen. Weil sonst endet das ganz, ganz böse. Zeit für Rollen. Nee, danke. Gehen wir jetzt mal. Halt. Wollen jetzt das Tor. Da. Geht's hier hin? Nach oben. Ja. Nein. Mir fehlt ein Schlüssel. Verdammt. Das ist schlecht. Ich habe irgendwo einen Schlüssel verpasst. Warte mal. Hier war das Loch. Hab ich hier hinten noch irgendwas verpasst? Nee, oder? Oder ist hinten an der Wand noch ein Schlüssel? Nee, hier hängt keiner. Und hier leider auch nicht. Oh! Hallo! Hier ist ein Weg. Wäre ich hier nicht eine Klinge? Ach, guck mal, wo wir sind. Wir sind auf der anderen Seite.
Panzerbrecher. Panzerbrecher. E und D. Ist aber auch wieder so eine Claymore-Art-Waffe, oder? Nee. Eine Stichwaffe. Interessant. Aber ich bin zu schwer. So. Aber geht's jetzt hier auch weiter? Mundlichtsteinscherbe. Schmutzig. Aber wie ist das da? Das ist auch nicht der richtige Weg. Oder ging es hier noch irgendwo rein? Nee, gell? Nee. Hier liegt was. Muss ich glaube über den Stein hier. Oder? Nee. Ne, erstmal egal. Schade, ich dachte, hier wird es weitergehen, aber hier ist es anscheinend auch nicht der richtige Weg. Ich höre die ganze Zeit einen Glockenmann. Verdammt, ey, jetzt fehlt mir ein Schlüssel. Oder hängt hier irgendwo einer? Nee, leider nicht. Dammit. Erst Nachricht lesen. Gegenstand. Was bringt mir das hier? Muss ich da rumlaufen? Oh, anscheinend. Dann kann ich mich gar nicht dran erinnern. Oh wow, es ging um das Gegenstand hier, oder was? Wow, wegen der Augenstein. Doof. Ich glaube, das ist ein Zeichen, mal aufzuhören, ne? Oh Gott, war das dämlich. Ja, da hören wir da auf, wo das Stream angefangen hat. Das soll es erstmal gewesen sein von mir. Morgen wird es eventuell Phoenix Rising geben. Oder, ja, ich schau mal. Auf jeden Fall wird es morgen noch einen Stream geben. Wann, weiß ich noch nicht. Weiß auch noch nicht. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Doomsday bei DGV.